Hallo und herzlich willkommen zum Bodyweight Workout heute. Wir machen ein schweißtreibendes Intervall-Workout für den ganzen Körper. Mein Name ist Jakob und mit dabei habe ich heute die Rosalie und den Alex. Genau. Wir werden heute das Workout in vier verschiedenen Teilen erleben. Am Anfang wärmen wir uns erstmal auf und dann werden wir in diesen vier Teilen verschiedene Muskelgruppen bearbeiten. Mehr dazu hört ihr dann gleich. Ich brauche erstmal ein bisschen Musik für das Warm-up. Stellt euch auf eure Matte. Ihr braucht erstmal nichts außer euer eigenes Körpergewicht. Wir fangen von hier aus erstmal ganz entspannt an, auf der Stelle zu laufen. Zieht hinten die Fersen in Richtung Po nach oben. Schwingt die Arme locker mit. Hüpft leichtfüßig von Fuß zu Fuß. Nehmt jetzt zusätzlich eure Arme über den Kopf und schwingt hier mit den Armen nach vorne und zurück. Ich zeige es mal von der Seite. Achtung, Wechsel in die Jumping Jacks. Wir hüpfen nach außen, nehmen die Arme dabei in die Mitte nach oben mit. Macht große Halbkreise mit euren Armen. Versucht das Schultergelenk, soweit es geht, in die Mobilität zu bringen. Okay, wir laufen erneut. Ziehen jetzt aber die Knie hier vorne weiter hoch. Schwingt wieder eure Arme locker mit. Okay, stell euch mit den Füßen einmal breit hin. Nehmt jetzt immer den hinteren Arm mit in die Streckung. Der vordere umarmt euren Brustkorb. Nehmt dabei auch euren Blick nach hinten mit. Schaut dem hinteren Arm hinterher. Okay, stellt euch jetzt in eine Kniebeugenposition, bedeutet schulterbreiter Stand, Zehenspitzen zeigen leicht nach außen, von hier auf setzen wir uns tief und kommen wieder nach oben. Nehmt die Arme vor euch mit, schiebt die Knie schön nach außen, wenn ihr tief kommt und haltet den Oberkörper aufrecht. Die letzten 4, 3, 2 und der letzte. Wir laufen noch einmal. Wieder hinten die Fersen hoch. Ziel ist es jetzt, den Puls nach oben zu treiben. Wo immer ihr jetzt herkommt, ob ihr gerade Feierabend habt oder sonst was anderes im Kopf hattet, jetzt ist erstmal wichtig, den Fokus hier ins Training in euren Körper zu bekommen. Okay, stellt euch mit den Füßen breit hin, schwingt mit den Armen zurück. Einmal nach vorne, Richtungswechsel. Noch einmal zurück. Und nochmal Wechsel nach vorne. Drei, zwei, eins und fertig. Okay. Ich fühle mich auf jeden Fall gut warm. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sind bereit für den ersten Part unseres Trainings. Der erste Part fokussiert sich jetzt voll auf den Unterkörper. Und ich erkläre einmal die beiden Übungen, die wir jetzt hier abwechselnd machen werden. Die erste Übung. Dazu legt ihr euch auf eure Matte drauf. Kommt mit den Fersen nah ans Gesäß, schiebt dann die Hüfte nach oben und streckt ein Bein nach vorne. Setzt das Bein wieder ab
und schiebt das andere Bein nach vorne. Sieht erstmal sehr einfach aus. Wichtig ist es hier, die Hüfte richtig schön oben zu halten, okay? Super. Das machen wir 20 Sekunden lang. Dann haben wir 10 Sekunden Zeit, um hier langsam aufzustehen. Und die zweite Übung, mit der wir das Ganze abwechseln, sind die Ausfallschritte. Wir steigen mit einem Fuß zurück, nehmen den anderen Arm hier nach vorne oben mit. Das ist jetzt die leichtere Variante. Wenn ihr noch weitergehen wollt, könnt ihr das Ganze auch gesprungen ausführen, okay? Klar soweit? Wir machen jedes abwechselnd dreimal. Und wir können starten mit unserem Timer. In 10 Sekunden geht's los. Legt euch schon mal auf den Rücken. Hüfte schiebt hoch und abwechselnd strecken. Hochhalten. Okay, komm nach oben in den Stand für die Ausfallschritte. Füße stehen hüftbreit, ein Fuß steigt zurück. Let's go. Okay, legt euch wieder auf den Boden. Schiebt die Hüfte hoch und strecke. Okay. Kommt wieder nach oben für die Ausfallschritte. Wenn ihr wollt, jetzt nochmal eine Stufe nach oben. Gesprungen das Ganze. Let's go. Okay, super. Wieder zurück auf den Boden für die letzte Runde. Für diese Übung. Hüfte hoch, let's go. Okay, wieder hoch. Letztes Mal, letzte Ausfallschritte. Wählt eure Variante. Let's go. Okay. Okay, super. Nummer 1 haben wir schon geschafft. Jetzt geht's an eine andere Muskelgruppe und zwar an unseren Rücken. Ober- und unterer Rücken. Hierzu braucht ihr ein Handtuch und eure Matte. Ihr legt euch jetzt einmal auf den Bauch nach unten und haltet euer Handtuch ungefähr schulterbreit, okay? Streckt dann einmal die Arme nach vorne aus. Hebt jetzt die Arme in die Luft und von hier aus darf jetzt das Handtuch nicht mehr den Boden berühren. Ihr zieht bis zur Brust ran und streckt wieder aus. Ran und weg. Klar soweit? Die zweite ist sehr damit verwandt. Wir bleiben auch auf dem Bauch liegen. Nehmen aber jetzt die Arme und Beine gestreckt in die Länge und versuchen da abwechselnd wie so eine Schere jeweils einen Arm und Bein zu heben. Ich mach's einmal vor. Ausstrecken und einmal paddeln. Klar soweit? Okay, ihr könnt auf dem Bauch bleiben. Wir starten mit dem Timer. In 10 Sekunden geht's los.
Okay. Jetzt geht's quasi los. Okay. Kurze Pause, einmal verschnaufen. Und dann geht's weiter mit der zweiten Variante auf dem Bauch. Und paddeln. Okay, Pause. 10 Sekunden. Wir haben das erste Mal bei beiden durch. Machen noch zweimal jeweils. Nehmt das Handtuch wieder schulterbreit. Los geht's. Okay, auch das hatten wir geschafft. Zweites Mal paddeln mit Armen und Beinen. Und los geht's. Gar nicht so leicht, die zwei Wechsel. Mein unterer Rücken brennt schon. Aber genau so soll es sein. Let's go! Super! Letzte Mal noch einmal schwimmen und dann habt ihr es geschafft. Und dann sind wir auch schon mit der Hälfte des Workouts durch. Los geht's! Okay, geschafft. Ich hoffe, euer unterer Rücken und hier die Rückseite hat gut gearbeitet. Wir gehen jetzt in den dritten Intervallblock. Moment, ich sehe gerade, ich habe Nasenbluten, sorry. Warte, ich krieg's gefixt. Ja, bin wieder da, wieder hergestellt. Es kann weitergehen. Und wir starten mit dem dritten Block. Der fokussiert sich hier auf unsere Brust und die Arme. Und das erste, was wir hierbei machen, sind ganz klassisch unsere Liegestütze. Hierbei fächert ihr die Finger weit auf, schulterbreit, steigt mit den Füßen zurück und geht dann tief und wieder hoch. Wenn euch das zu schwierig wird, geht hier mit den Knien auf den Boden. Versucht aber jetzt nicht eure Nase zwischen die Hände zu bekommen, sondern euer Brustbein, okay? Also hier schön tief und wieder hoch. Klar soweit? Die zweite Übung, mit der wir das Ganze abwechseln, sind Mountain Climbers. Bedeutet, hier einmal die Hände schulterbreit aufstellen, zurücksteigen und dann jeweils mit dem Knie nach vorne gehen. Okay? Let's go! Ja, ja, komm, geh mal raus. Okay. Okay. So. Kannst losgehen? Okay. Noch 10 Sekunden. Kommt schon mal Richtung Boden.
Hände sind schulterbreit. Und los geht's. All my torch in the place, all my torch in the place, all my torch in the place, with cats by their waist, ready to go mad, start shooting up the place. Okay, super. Arm einmal ausschütteln, kommt danach wieder in die Liegestützposition und dann abwechselnd mit einer Hand an die Schulter. Los geht's! Okay, noch zweimal das Ganze. Wenn ihr noch eine Schippe drauflegen könnt, dann versucht die Beine hinten auszustrecken. Los geht's. Okay. Pause. Wir kommen zum zweiten Mal. Okay. Letztes Mal jetzt das beides. Einmal noch Push-Up, einmal mit der Hand an die Schulter. Los geht's! Okay. Letztes Mal noch mit den Händen an die Schultern. Habt ihr es auch hier geschafft? Los geht's! Okay, mir geht's wieder gut. Wir können in den letzten Tabata-Block gehen. Wir haben nochmal zwei Übungen, um uns richtig auszupowern. Das erste ist ein Jumping Jack. Hampelmann haben wir vorhin auch zum Aufwärmen gemacht. Hier mit den Armen oben in die Mitte, nach außen springen. Und das zweite ist ein Russian Twist, okay? Hier setzen wir uns auf den Hintern, strecken die Beine aus oder ziehen sie ran. Wenn ihr sie angewinkelt habt, ist es einfacher. So ist schwieriger. Und dann Hände hier zusammen und jeweils von Seite zu Seite. Klar soweit? Legen wir los. So, noch 10 Sekunden. Countdown läuft. Die Jumping Jacks könnt ihr sehr gut über die Geschwindigkeit regeln, okay? Let's go! Sehr gut. Okay, setz dich auf den Hintern. Zieh die Knie in die Luft. Und hier von Seite zu Seite. Halte den Rücken schön gerade. Okay, zweite Runde, Jumping Jacks, startet in ungefähr 5 Sekunden. Arme ausschütteln, los geht's!
Okay, super. Wieder auf den Boden für unsere Bauchmuskulatur. Versucht hier nochmal mehr gerade zu bleiben, okay? Zurücklehnen, gerade bleiben und rotieren. House is more than just a feeling, like a heartbeat. Feel it in your soul. Call it deep. Okay. Kommt wieder nach oben. Noch ein letztes Mal. Jumping Jacks. Nochmal doppelt so schnell wie gerade eben. Und dann die Russian Twist. Los geht's. There are no strangers in here tonight. Just friends waiting to meet. We only got funky tunes, baby. And kick-ass beats. We got it going on. Come on, come on. Okay. Letztes Mal auf dem Boden. Setzt euch zurück. Beine hoch. Vielleicht noch ein bisschen weiter ausstrecken jetzt. Und von Seite zu Seite. Jawohl, super. Lehnt euch zurück, entspannt euch einmal kurz. Puh. Streckt die Arme zur Seite aus. Lasst jeweils die Knie abwechselnd zur linken und zur rechten Seite rüberfallen. Macht euch locker im Bauch. Lasst die Arme und Beine ganz entspannt. Zieht jetzt nochmal die Knie ran. Schaukelt hin und her über euren unteren Rücken, um den zu massieren. So, in ziemlich genau 20 Minuten beginnt die Flex-Wirbelsäulen-Gymnastik. Ein Beweglichkeitstraining, was sich jetzt perfekt als Ergänzung zu dem Kraft- und Ausdauersport, den wir gerade betrieben haben, hinzufügen lässt. Lasst euch gerne drauf ein, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Wenn ihr es schon gemacht habt, dann wisst ihr um die positiven Effekte davon. Deswegen schaltet alle ein. Wir richten uns langsam wieder auf, kommen in einen Schneidersitz. Damit danke ich mich recht herzlich fürs Mitmachen und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Bis bald, euer Jakob, Rosalie und Alex.